So, und da sind wir wieder bei Genshin Impact und wir folgen der Einladung von Ning Wang im Akt 1 Kapitel XY ungelöst. Someone needs assistance. Ich musste nochmal los und habe nochmal ein paar Sachen gefarmt und jetzt ist alles gut. Jetzt können wir uns ganz geschmeidig auf den Weg nach oben machen. Die Wege nach oben, das ist wieder so schön. Klettern ist was Tolles. Sollte ein bisschen aufpassen, nicht, dass mir die Ausdauer zwischendurch flöten geht. Aber das wird schon. Ich hoffe, ihr habt den Tag, den Abend gut überstanden. Und alles ist tutti und alles ist schön. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge vergessen, allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Genau. Ansonsten gibt es natürlich ganz viel... Kann ich doch laufen, oder? Ja, nee, leider nicht. Ja, gibt es nicht viel Neues zu berichten, tatsächlich. Also ich habe jetzt nichts weiter. Für mich ist gerade ein Tag von Nikolaus. Aber für euch vielleicht irgendwie ein anderer Tag. Wer weiß, wann ihr mich seht, beziehungsweise gar nicht seht, weil das hält sich ja eher in Grenzen mit den Zuschauern und so. Okay, da wollen wir hoch und ich bin mal sehr gespannt, wie wir da hochkommen. Genau, wie kommen wir da hoch? This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Toller Reisebegleiter. Ich glaube, du bleibst trotzdem nur als Essen. Ja, wir hätten die mal fragen sollen, die Botin, die uns hier die Einladung überbracht hat. We want to go to the Jade Chamber. Heading to its location on the map is the sensible thing to do. Okay. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Bin mal gespannt, ob es hier einen Weg gibt. Ah, da drüben gibt es eine Markierung. Gibt sicherlich sowas ähnliches wie ein Schwa... Oh ne, wir brauchen hier Wind. Vielleicht ist das der Weg. Obviously. Yes, this must be the way. Na gut. Auf dem Weg gibt es sogar eine Kiste. Finde ich sehr schön. Heißt aber auch wieder, dass ich nochmal ganz kurz meine, meine Charaktere wechseln muss. Oh krass. Da habe ich auch noch ein bisschen was gesammelt. So, einmal ganz kurz die Truppe wechseln. Na gut, dann schicken wir Noel. Nee, dann schicken wir Kea. Kea schicken wir wieder auf die Ersatzbank. Obwohl, der hat eigentlich ganz gute Dienste. Nein, Kea geht auf die Ersatzbank. This world is full of un so. Pust! Aha. Moment. Na gut, da kommen wir auch so hin, würde ich sagen. Zu der Kiste. Nee, das gibt's doch nicht. Man muss hier sogar noch... Man hat hier nicht mal unbegrenzt Zeit für. Das ist ja fies. Aber gut, okay. Wissen wir Bescheid. Pust! Okay. Dann halt eben auf ein drittes. Alle guten Dinge sind drei. Warten wir einen kleinen Moment. Geht doch. If that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Why? Der Weg nach oben sollte doch kein Geheimnis sein, es sei denn. Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? All right, let's follow your plan. Then we can. Hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Ah, okay. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to
to the Jade Chamber using the ballista. Übrigens kann es sein, dass du mich hasst. No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Ja, ne? Du bist Paimon. Aber ich habe bedacht, dass Geschütz eine gewisse Reichweite hat. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Auch das noch. Okay, erstmal diese Kiste hier öffnen. Schön. Da war ja richtig viel drin in der Kiste. Ah, doch, da war doch ein bisschen was drin in der Kiste. Okay. Alles gut. Dann bewegen wir uns halt eben wieder darüber. Und versuchen uns einfach hoch zu katapultieren. Was soll denn schon schief gehen? Ich meine, Guybrush Threepwood hat das auch geschafft. Haben wir den Typen noch weg? Oh, Moment. Das ist einer von den Fiesen. Na, den ignorieren wir gekonnt. Oder er ignoriert uns. Eins von beiden wird es sein. Ah, da drüben ist das Geschütz. Oh, oh, oh. Maschinengewehrgefeuer von hinten. Miau. Wusch. Das ist ja schön, dass hier die Wachen stehen. Die interessieren mich aber nicht so richtig. Ah, toll, die interessieren mich anscheinend doch. Halt! Erstmal solltest du dich umdrehen, ich stehe eigentlich hinter dir. Who trespasses on these hallowed grounds? Ich. Ich bin hierher gekommen. Geh aus dem Weg, Gandalf. Was heißt hier heiliger Boden? Das ist doch nur die Wildnis um den Tiahengberg. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? Aber echt mal. No. Wait. Maybe this was Ningguan's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Na, das glaube ich nicht. Wir haben das mit der Einladung einfach nur noch nicht erklärt. Now Paimon's mad. You over there. This is a trick, isn't it? How shameless. Okay, ich bin mal sehr gespannt. What? We're just on guard duty. What do you mean shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Nein, wir sind... Ach, also doch. Here they come! Line them up and knock them down! Ihr wolltet es nicht anders. Das sollt ihr bekommen. Na los, bei Fuß. Nicht aus dem Weg gehen. Komm, komm, seid immer ein bisschen mutig. Aha, geht doch. So. Wollen wir das gleiche Spiel nochmal machen? Ja, ganz vorsichtig. Kommt mal näher. Kommt näher, kommt. Ihr seid doch ganz lieb. So. Das könnte ich stundenlang so machen. Okay, jetzt bin ich dran. Wupp. Noch mehr Gegner. Fliegt, meine Freunde. Hey, Mädel. Jetzt geht sie aber richtig ab. Nein, sie muss nicht angegriffen werden. Ich schaff das auch von alleine, einfach kaputt zu gehen. So, und Welle 3. Das war wieder herrlich. Habt ihr ganz toll gemacht. Ich bin ganz, ganz stolz auf euch. Ja, los, greift doch endlich an. Mann. Wie lange brauchen die denn zum Angreifen? With the triad.
Yep. Busted. Aus jetzt. Du Dummbatz. Stop. What's all this about? Die haben angefangen. Lady Kuching. These two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? Wir haben nur nach einem Weg ins Jadegemach gesucht. Hm? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Lila Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Ach, wunderbar. Dann hilfst du uns doch sicher. I'm Kuching, the Yuhung of the Qixing. Freut mich. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Ach, das kann ich dir erklären, das waren wir. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So, this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Denken ist gar nicht mal so schwer, Paimon. Anyway. For a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Wir haben nur einen kleinen Teil der Arbeit gemacht. Hä? Oh, right. So, Lady Yuhang, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. Uh-huh. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Okay, was geht denn jetzt hier ab? Die waren doch eigentlich ganz nett, glaube ich. You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. Ja, die muss auf jeden Fall was vertuscht werden, aber das wissen wir ja schon, seit der Drache da vom Himmel gefallen ist. I'll say it like it is. They're underestimating us. Ja. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Oh. Okay, also die sind sehr bodenständig, die Leute, scheint mir. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Ja, das stimmt schon. Also als Schützer sind die aber ziemlich zurückhaltend. Aber Ningguang würde doch lieber verhandeln, oder? Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Also es baut sich hier so ein bisschen Düsternis auf, ne? So die Götter sind irgendwie allesamt gar nicht so präsent, wie sie eigentlich gewünscht werden. Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now.
Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. Okay, sagst du mir auch, wie wir dorthin kommen? The cream of Liyue's mercantile crop Alsi is sending to the Jade Chamber is the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Okay. Favor? Gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Ja, schon, aber wir wollten doch da jetzt hoch. Alright, alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then, may we meet again, traveler. Hmm. Well, that Yuehung may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Ja, so ein bisschen. Und tatsächlich teile ich einige ihrer Ansichten. So, what should we give to Ningguang when we see her? Ja, ich würde sagen, so ein, keine Ahnung, Kaugummi reicht. Dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slime. Das kannst du selber essen. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Paimon, ich bin der Meinung, du solltest aufhören zu denken. Why don't we go with that for a gift? Nein. Und wie sollen wir dieses Zeugs aus deinem Traum dann machen? Achso, na gut, hast du ein Rezept dafür? Nope. But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Oh, das Boom-Chakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lecker ist, was sie sich da vorstellt. Aber gut, zumindest sind wir hier direkt in der Ecke. Und ey, das ist gar nicht mal so verkehrt, dass wir da hin müssen. Dann kommen wir nämlich hier. Ich glaube, da... Genau, hier gibt es nämlich ein Rätsel, wo wir an einen Geokulus kommen. Und ich würde sagen, wenn wir eh schon da sind, dann machen wir das doch einfach mal. Und dann haben wir das auch hinter uns. So, als allererstes müssen wir hier Material, was Paimon braucht. Jetzt kommt hier ein Stückchen Lehm, ein bisschen Sand. Was geht denn da unten ab? Und wo kommen die Angriffe? Ist da was? Weg mit euch. Ihr habt nichts zu melden. Hinfort, sage ich. Leave it all to me. Gebt mir nicht auf den Keks, ihr Fliegeviecher. Ja. Stehen hier in der Gegend rum und bring mich mal Loot. Was, wo? Ah. Noch irgendwo angegriffen. Seh's nicht. Na gut. Leave it all to me. So, erstmal weg mit dem Schleim hier. So. Nummer 1. Jetzt müssen wir da drüben noch zu Nummer 2. Ah, guck mal, da haben wir noch einen Seeli. Sonst wollen sich meine Charaktere einfach überall festkraken, aber hier sagt es jetzt einfach so, nee. Auch ich nicht. Mal gucken, wo Seeli hinfliegt. Sag ich ja, sonst wollen sie sich überall festkraken.
Aber wenn man braucht, dann lassen sie es wieder. Ah, da fliegt Seli hin. Ah, Kiste. Komm schon. So. Much better. Okay, wir machen erstmal die Quest und danach gucken wir uns mal an, wie wir hier an die Dinger rankommen. Es hört sich an, als hätte jemand um Hilfe gerufen. Habe ich nicht gehört. It seemed like it came from those ruins over there. Oh Mensch, da sitzt einer im Gefängnis. Ja gut. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Ja, passiert. Das muss so. Lass ihn doch da einfach sitzen. Lass mir mal ganz kurz überlegen. Lukas ist zufrieden. Was hat er denn gemacht? Was hast du denn gemacht, Lukas? Dass du zufrieden bist? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte meine Truppe wieder ändern. It's hard to remain on dry. Und eigentlich... Hey, lassen wir das mal so. Hallo! Die neue. Leave it all to me. Someone needs assistance. You're open. You're open. Direct assault. Oh, das nehmen wir alles mal mit hier. To ashes. Ach, sind schon beide weg? Das ist schon witzig. Back at ya. Ach, du hast es geschafft zu... im Spiel oder in Real Life? So, ein Focht. Aha, ein Käfigschlüssel. Sehr gut. Öffnen wir das doch mal. Hallo, Meng, denn, Meng. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. Bist du bescheuert, Paimon? Der kann uns Geld geben. I understand. Don't worry, I will compensate you both. Hörst du mal auf, duftes Mädel? Das braucht... Er soll dir Geld geben. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. Ja, aber du bist glücklich. Das ist schön. Das freut mich. Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. Also quasi auch ein Grabräuber. Oder Schatzräuber. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Wir brauchen ganz viel Stuff, damit wir unsere Sachen aufwerten. Was labert ihr denn da? Nein, der gute Wille reicht nicht. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the Seven Nations. Toll. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon's sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Paimon, ich bin echt dagegen, dass du anfangen solltest hier irgendwie zu kochen oder dergleichen. So. Genau. Das wird jetzt ein bisschen tricky, würde ich sagen. Und
weil es ja jetzt scheinbar wieder zurück nach Leoa geht, würde ich hier jetzt einmal einen Cut machen und wir würden und würde sagen, wir sind uns gleich bei der Rätselsuche. Das wird sicherlich nochmal ganz, ganz interessant. Denn if you ever want to trade tactics, I'm always ready. Wir müssen hier ein Rätsel lösen, damit wir an den Yokolos da unten rankommen. Da ist er, man sieht ihn schon. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also bis gleich, bald, demnächst.